Willkommen in deinem Australien-Vlog. Nach dem Springbok National Park standen wir vor der Entscheidung, zum Surfers Paradise oder nach Byron Bay zu fahren. Erfahre gleich, für was wir uns entschieden haben. Außerdem haben wir uns an den östlichsten Festlandspunkt Australiens gewagt. Wie der aussieht, erfahrt ihr hier. Ein Tag chillen an Byron Bay, in der Byron Bay, wie sagt man. Nach dem ganzen Stress gestern, nicht so einen guten Tag gehabt, dann muss man heute mal ein bisschen Strand genießen. Wobei wir nicht schwimmen können, weil da diese Blue-irgendwas-Dingers im Wasser sind. Man sieht die vorne überall. Die sind zwar jetzt nicht super schlimm, aber die Lifeguards da meinten, es tut ungefähr so weh wie ein Wespenstich. Ja, brauche ich nicht. Dann sitze ich hier lieber und guck Leute zu. Treppen. Aber so gelangen wir an den östlichsten Punkt Australiens. Weiter östlich geht es da nicht mehr. Kommt nur noch Neuseeland oder was kommt dann als nächstes? Zwischenstopp zwischen Byron Bay und Sydney. Wir sind morgen in Sydney. Keep fighting. Don't give it up. I want to keep us compromising.
Heute für die Kommentare, standet ihr auch schon mal vor der Entscheidung, Surfers Paradise oder Byron Bay? Lasst uns wissen, für was ihr euch entschieden habt, und haben wir mit Surfers Paradise, oder dass wir Surfers Paradise auslassen, die richtige Entscheidung getroffen? Oder hätten wir doch ins Surfers Paradise noch vorbeifahren sollen? Haben wir zu viel verpasst? Lasst es uns wissen und schreibt es einfach in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Lasst uns wissen, was wir verbessern können, etc. pp. Wir würden uns freuen und versuchen es in den nächsten Videos einzubauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann!